EA Pop Productions. EA Pop Productions liest Theodor Storm. Pulle Poppenspäler. Heute Kapitel 7. Am anderen Vormittage, als ich eben, um zum Herrn Kriminalkommissarius zu gehen, auf die Straße trat, kam von drüben der Inspektor in seinen Morgenpantoffeln auf mich zugeschritten. »Ihr habt recht gehabt, Paulsen«, sagte er mit seiner gläsernen Stimme. »Für diesmal ist es kein Spitzbube gewesen. Den richtigen haben Sie soeben eingebracht. Euer Alter wird noch heute entlassen werden.« Und richtig. Nach einigen Stunden öffnete sich die Tür des Gefangenenhauses und der alte Tändler wurde von der kommandierenden Stimme des Inspektors zu uns hinübergewiesen. Da das Mittagessen eben aufgetragen war, so ruhte die Meisterin nicht, bis auch er seinen Platz am Tische eingenommen hatte. Aber er berührte die guten Speisen kaum, und wie sie sich auch um ihn bemühen mochte, er blieb wortkarg und in sich gekehrt neben seiner Tochter sitzen. Nur mitunter bemerkte ich, wie er deren Hand nahm und sie zärtlich streichelte. Da hörte ich draußen vom Tore her ein Glöckchen bimmeln. Ich kannte es ganz genau, aber es läutete mir weit her aus meiner Kinderzeit. »Lisey«, sagte ich leise. »Ja, Paul, ich höre es wohl.« Und bald standen wir beide draußen vor der Haustüre. Siehe, da kam es die Straße herab, das Wägelchen mit den beiden hohen Kisten, wie ich daheim es mir so oft gewünscht hatte. Ein Bauernbursche ging nebenher mit Zügel und Peitsche in der Hand, aber das Glöckchen bimmelte jetzt am Halse eines kleinen Schimmels. »Wo ist das Braunchen geblieben?«, fragte ich Lisey. »Das Braunchen«, erwiderte sie, »das ist uns eines Tages vom Wagen hingefallen. Der Vater hat sogleich den Tierarzt aus dem Dorfe geholt, aber es hat nie mehr leben können.« Bei diesen Worten stürzten ihr die Tränen aus den Augen. »Was fehlt dir, Lisey?«, fragte ich. »Es ist ja nun doch alles wieder gut.« Sie schüttelte den Kopf. »Mein Vater gefällt mir nicht. Er ist zu still. Die Schand, er verwindet es nicht.« Und Lise hatte mit ihren treuen Tochteraugen recht gesehen. Als kaum die beiden in einem kleinen Gasthofe untergebracht waren und der Alte schon seine Pläne zur Weiterfahrt entwarf, denn hier wollte er jetzt nicht mehr vor die Leute treten, da zwang ihn ein Fieber, im Bett zu bleiben. Bald mussten wir einen Arzt holen und es entwickelte sich ein längeres Krankenlager. In Besorgnis, dass sie dadurch in Not geraten könnten, bot ich Liesel meine Geldmittel zur Hilfe an. Aber sie sagte, »Ich nimm's ja gern von dir, doch sorg nur nit, wir sind nit gar so karg.« Da blieb mir denn nichts anderes zu tun, als in der Nachtwache mit ihr zu wechseln oder, als es dem Kranken besser ging, am Feierabend ein Stündchen an seinem Bett zu plaudern. So war die Zeit meiner Abreise herangenaht und mir wurde das Herz immer schwerer. Es tat mir fast weh, das Lisey anzusehen, denn bald fuhr es ja auch mit seinem Vater von hier wieder in die weite Welt hinaus. Wenn sie nur eine Heimat gehabt hätten. Aber wo waren sie zu finden, wenn ich Gruß und Nachricht zu ihnen senden wollte? Ich dachte an die 12 Jahre seit unserem ersten Abschied. Sollte wieder so lange Zeit vergehen oder am Ende gar das ganze Leben? »Und grüß mir at dein Vaterhaus, wenn du heimkommst«, sagte Lisey, dass sie am letzten Abend mich an die Haustür begleitet hatte. »Ich sehe es mit meinen Augen, das Bänkel vor der Tür, die Lind im Gartel. Ach, ich vergiss es nimmer, so lieb hab ich's nicht wieder gefunden in der Welt.« Als sie das sagte, war es mir, als leuchte aus dunkler Tiefe meine Heimat zu mir herauf. Ich sah die zärtlichen Augen meiner Mutter, das feste, ehrliche Antlitz meines Vaters. »Ach, Lisey«, sagte ich. »Wo ist denn jetzt mein Vaterhaus? Es ist ja alles öd und leer.« Lisey antwortete nicht. Sie gab mir nur die Hand und blickte mich mit ihren guten Augen an. Da war mir, als hörte ich die Stimme meiner Mutter sagen, »Halte diese Hand fest und kehr mit ihr zurück, so hast du deine Heimat wieder.« Und ich hielt die Hand fest und sagte, »Kehr du mit mir zurück, Lisey, und lass uns zusammen versuchen, ein neues Leben in das leere Haus zu bringen. Ein so gutes, wie es die geführt haben, die ja auch dir einst lieb gewesen sind.« »Paul«, rief sie, »was meinst du? Ich verstehe dich nicht.« Aber ihre Hand zitterte heftig in der meinen, und ich bat nur,
Ach, Lisey, verstehe mich doch. Sie schwieg einen Augenblick. Paul, sagte sie dann, ich kann nicht von meinem Vater gehen. Der muss ja mit uns, Lisey. Im Hinterhause, die beiden Stübchen, die jetzt leer stehen, da kann er wohnen und wirtschaften. Der alte Heinrich hat sein Kämmerchen dicht daneben. Lisey nickte. Aber Paul, wir sind landfahrende Leute. Was werden sie sagen bei dir daheim? Sie werden mächtig reden, Lisey. Und du hast nicht Furcht davor? Ich lachte nur dazu. Nun, sagte Lisey, und wie ein Glockenlaut schlug es aus ihrer Stimme, wenn du sie hast, ich hab schon die Kurashi. Aber tust du's denn auch gern? Ja, Paul, wenn ich's nicht gern tät, und sie schüttelte ihr braunes Köpfchen gegen mich, gell, da tät ich's nimmer mehr. Und, mein Junge, unterbrach sich hier der Erzähler, wie einem bei solchem Warten ein paar schwarze Mädchenaugen ansehen, das sollst du nur noch lernen, wenn du erst ein Stieg Jahre weiter bist. Ja, ja, dachte ich, zumal so ein paar Augen, die einen See ausbrennen können. Und nicht wahr, begann Paulsen wieder, nun weißt du auch nachgerade, wer das Lisey ist. Das ist die Frau Paulsen, erwiderte ich, als ob ich das nicht schon längst gemerkt hätte. Sie sagt ja immer nit und hat auch noch die schwarzen Augen unter den fein gepinselten Augenbrauen. Mein Freund lachte, während ich mir im Stillen vornahm, die Frau Paulsen, wenn wir ins Haus zurückkämen, doch einmal recht drauf anzusehen, ob noch das Puppenspieler Lisey in ihr zu erkennen sei. Aber, fragte ich, wo ist denn der alte Herr Tendler hingekommen? Mein liebes Kind, erwiderte mein Freund, wohin wir schließlich alle kommen. Drüben auf dem grünen Kirchhof ruht er neben unserem alten Heinrich. Aber es ist noch einer mehr in sein Grab mit hineingekommen. Der andere kleine Freund aus meiner Kinderzeit. Ich will's dir wohl erzählen. Nur lass uns ein wenig hinten ausgehen. Meine Frau könnte nachgerade einmal noch nach uns sehen wollen, und sie soll die Geschichte doch nicht wiederhören. Paulsen stand auf, und wir gingen auf dem Spazierweg hinaus, der auch hier hinter den Gärten der Stadt entlang führt. Nur wenige Leute kamen uns entgegen, denn es war schon um die Vesperzeit. »Siehst du«, begann Paulsen seine Erzählung wieder, »der alte Tendler war derzeit mit unserem Verspruch gar wohl zufrieden. Er gedachte meiner Eltern, die er einst gekannt hatte, und er fasste auch zu mir Vertrauen. Überdies war er des Wanderns müde. Ja, seit es ihn in die Gefahr gebracht hatte, mit dem verworrensten Vagabunden verwechselt zu werden, war in ihm die Sehnsucht nach einer festen Heimat immer mehr heraufgewachsen. Meine gute Meisterin zwar zeigte sich nicht so einverstanden, sie fürchtete, bei allem guten Willen möge doch das Kind des umherziehenden Puppenspielers nicht die rechte Frau für einen sesshaften Handwerksmann abgeben. Nun, sie ist seit lange schon bekehrt worden. Und so war ich denn nach kaum 8 Tagen wieder hier, von den Bergen an die Nordseeküste, in unserer alten Vaterstadt. Ich nahm mit Heinrich die Geschäfte rüstig in die Hand und richtete zugleich die beiden leerstehenden Zimmer im Hinterhause für den Vater Josef ein. 14 Tage weiter, es strichen eben die Düfte der ersten Frühlingsblumen über die Gärten. Da kam es die Straße heraufgebimmelt. »Meister, Meister«, rief der alte Heinrich, »Sie kommen, Sie kommen!« Und da hielt schon das Wägelchen mit den 2 hohen Kisten vor unserer Tür. Das Lisey war da, der Vater Josef war da, beide mit munteren Augen und roten Wangen. Und auch das ganze Puppenspiel zog mit ihnen ein, denn ausdrückliche Bedingung war es, dass dies den Vater Josef auf sein alten Teil begleiten solle. Das kleine Fuhrwerk dagegen wurde in den nächsten Tagen schon verkauft. Dann hielten wir die Hochzeit, ganz in der Stille, denn Blutsfreunde hatten wir weiter nicht am Ort, nur der Hafenmeister, mein alter Schulkamerad, war als Trauzeuge mit zugegen. Lisey war, wie ihre Eltern, katholisch. Dass aber das ein Hindernis für unsere Ehe sein könnte, ist uns niemals eingefallen. In den ersten Jahren reiste sie wohl zur österlichen Beichte nach unserer Nachbarstadt, wo, wie du weißt, eine katholische Gemeinde ist. Nachher hat sie ihre Kümmernisse nur noch ihrem Mann gebeichtet. Am Hochzeitsmorgen legte Vater Josef 2 Beutel vor mir auf den Tisch. Einen größeren mit alten Harzdritteln,
einen kleinen voll mit Kremnitzer Dukaten. »Du hast nicht danach gefragt, Paul«, sagte er, »aber so völlig arm ist doch mein Lisei dir nicht zubracht. Nimm's, ich brauch's allfort nicht mehr.« Das war der Sparpfennig, von dem mein Vater einst gesprochen, und er kam jetzt seinem Sohn beim Neubeginn seines Geschäfts zu ganz gelegener Zeit. Freilich hatte Lisais Vater damit sein ganzes Vermögen hingegeben und sich selbst der Fürsorge seiner Kinder anvertraut. Aber er war dabei nicht müßig. Er suchte seine Schnitzmesser wieder hervor und wusste sich bei den Arbeiten in der Werkstatt nützlich zu machen. Die Puppen nebst dem Theaterapparat waren in einem Verschlag auf dem Boden des Nebenhauses untergebracht. Nur an Sonntagnachmittagen holte er bald die eine, bald die andere in sein Stübchen herunter, revidierte die Drähte und Gelenke und putzte oder besserte dies oder jenes an denselben aus. Der alte Heinrich stand dann mit seiner kurzen Pfeife neben ihm und ließ sich die Schicksale der Puppen erzählen, von denen fast jede ihre eigene Geschichte hatte. Ja, wie es jetzt herauskam, der so wirkungsvoll geschnitzte Kasper hatte einst für seinen jungen Verfertiger sogar den Brautwerber um Lisais Mutter abgegeben. Mitunter wurden zur besseren Veranschaulichung der einen oder anderen Szene auch wohl die Drähte in Bewegung gesetzt. Lisei und ich haben oftmals draußen an den Fenstern gestanden, die schon aus grünem Weinlaub gar traulich auf den Hof hinausschauten, aber die alten Kinder drinnen waren meist so in ihr Spiel vertieft, dass ihnen erst durch unser Beifallklatschen die Gegenwart der Zuschauer bemerklich wurde. Als das Jahr weiterrückte, fand Vater Josef eine andere Beschäftigung. Er nahm den Garten unter seine Obhut. Er pflanzte und erntete, und am Sonntag wandelte er, sauber angetan, zwischen den Rabatten auf und ab, putzte an den Rosenbüschen oder band Nelken und Levkojen an feine, selbstgeschnitzte Stäbchen. So lebten wir einig und zufrieden. Mein Geschäft hob sich mehr und mehr. Über meine Heirat hatte unsere gute Stadt sich ein paar Wochen lebhaft ausgesprochen. Da aber fast alle über die Unvernunft meiner Handlungsweise einig waren und dem Gespräche so die gedeihliche Nahrung des Widerspruches vorenthalten blieb, so hatte es sich bald selber ausgehungert. Als es dann abermals Winter wurde, holte Vater Josef an den Sonntagen auch wieder die Puppen aus ihrem Verschlag herunter, und ich dachte nicht anders, als dass in solchen stillen Wechsel der Beschäftigung ihm auch künftig die Jahre hingehen würden. Da trat er eines Morgens mit gar ernsthaftem Gesichte zu mir in die Wohnstube, wo ich eben allein an meinem Frühstück saß. »Schwiegersohn«, sagte er, nachdem er sich wie verlegen ein paar Mal mit der Hand durch seine weißen Haarspießchen gefahren war. »Ich kann's doch wohl nicht länger mit ansehen, dass ich alleweil so das Gnadenbrot an eurem Tisch soll essen.« Ich wusste nicht, wo das hinaus sollte, aber ich fragte ihn, wie er auf solche Gedanken komme. »Er schaffe ja mit der Werkstatt, und wenn mein Geschäft jetzt einen größeren Gewinn abwerfe, so sei dies wesentlich der Zins seines eigenen Vermögens, das er an unserem Hochzeitsmorgen in meine Hand gelegt habe.« Er schüttelte den Kopf. »Das reiche alles nicht, aber eben jenes kleine Vermögen habe er zum Teil einst in unserer Stadt gewonnen. Das Theater sei ja noch vorhanden, und die Stücke habe er auch noch alle im Kopfe.« Da merkte ich's denn wohl, der alte Puppenspieler ließ ihm keine Ruhe. Sein Freund, der gute Heinrich, genügte ihm nicht mehr als Publikum. Er musste einmal wieder öffentlich vor versammeltem Volke seine Stücke aufführen. Ich suchte es ihm auszureden, aber er kam immer wieder darauf zurück. Ich sprach mit Lisei, und am Ende konnten wir nicht umhin, ihm nachzugeben. Am liebsten hätte nun freilich der alte Mann gesehen, wenn Lisei wie vor unserer Verheiratung die Frauenrollen in seinen Stücken gesprochen hätte. Aber wir waren übereingekommen, seine dahin zielenden Anspielungen nicht zu verstehen. Für die Frau eines Bürgers und Handwerksmeisters wollte sich das denn doch nicht ziemen. Zum Glück, oder wie man will, zum Unglück, war derzeit ein ganz reputierliches Frauenzimmer in der Stadt, die einst bei einer Schauspielertruppe als Soufflöse gedient hatte und daher in derlei Dingen nicht unbewandert war. Diese Kröpellieschen nannten sie die Leute wegen ihrer Kreuzlahmheit, ging sofort auf unser Anerbieten ein, und bald entwickelte sich am Feierabend und an den Sonntagnachmittagen die lebhafteste Tätigkeit in Vater Josefs Stübchen.
Während vor dem einen Fenster der alte Heinrich an den Gerüststücken des Theaters zimmerte, stand vor dem anderen zwischen frisch angemalten Kulissen, die von der Zimmerdecke herunterhingen, der alte Puppenspieler und exerzierte mit Kröpel-Lieschen eine Szene nach der anderen. Sie sei ein dreimal gewürztes Frauenzimmer, versicherte er stets nach einer solchen Probe. Nicht einmal die Liesel habe es so schnell kapiert. Nur mit dem Singen ging es gar nicht so schön. Sie grunze mit ihrer Stimme immer in der Tiefe, was für die schöne Susanne, die das Lied zu singen habe, nicht eben harmonierlich sei. Hey.